Ich habe diese erste Tafel, diese Präsentation, nur um einen Punkt zu machen. Und der Punkt ist, dass unsere Arbeit, es ist von Bedeutung. Es hat eine echte Wirkung auf Leute. Und manchmal ist es schwierig, Respekt zu bekommen als Entwickler in der Automobilindustrie. Besonders für jemanden aus Detroit. Ich habe auch eine andere Geschichte. In 2006, ich war ein Manager für ein Softwareentwicklungsteam. Und damals haben wir eine Person aus Schweden an dem Team. Und er heißt Ludwig Sturgius, Ludwig Sturgius aus Schweden. Und er war ganz toll. Die Arbeit, was er gemacht hat, war unglaublich gut. Und wir wurden Freunde damals. Und er hat mir erklärt, ich mag amerikanische Sendungen, aber ich kann die Sendungen, welche ich sehen möchte, nicht in Schweden sehen. Um das Problem zu vermeiden, hat er selber eine Software geschrieben, basiert auf BitTorrent-Technologie. Und die Software heißt MicroTorrent. Und das war 2006. Und er hat das selber erzeugt, sodass er amerikanische Sendungen-Dateien bekommen kann und anschauen kann. Und in einer kurzen Zeitraum war diese Software, MicroTorrent, die üblichste Software der Welt für BitTorrent, für File-Sharing. Er hat mehr als 3 Millionen Benutzer in einer kurzen Zeitraum, innerhalb eines Jahres. Und da er diese Software geschrieben hat, dann, es war sehr populär um die Welt angewendet. Und es gibt Journalisten, für Technologie und hat Berichte und Nachrichten geschrieben über die Software. Und hier ist ein davon. So, Moment, auf Englisch. I was so fascinated by the software that I decided to contact MicroTorrent author Ludwig Sturgius from Sweden. The journalist is out of California. I decided to contact MicroTorrent author Ludwig Sturgius from Sweden, who works as a programmer for a company in the automotive industry. A talent much wasted, in my opinion. So, ich war eigentlich auf diese Nachricht und habe ihm eine E-Mail geschrieben, dann hat das abgedatet. Und dann updated. Ludwig's boss Colt emailed me to correct me on my tongue-in-cheek talent wasted comment. Colt stated, I worked together with Ludwig on projects for Honda Research in Japan, as well as with Ford Motor Company, Renault Cars, Scania, Mercedes, BMW, and other companies. His software in the auto industry is making it possible for advancements in fuel economy and emissions, all of it's having a positive impact on the world and the environment we live in. If that's not a good cause, then what is? So it's, eine gute Geschichte, wie schwer es ist, manchmal Respekt zu bekommen. Und diese Geschichte zum Schluss zu bringen, Ludwig, er hat ungefähr 3 Millionen Benutzer. Dann Firmen hat ihn angerufen und Angebote gegeben. Okay, ich möchte 1 Euro pro User bezahlen für die Software, MicroTorrent. Und dann hat er die Software verkauft. Er hat die Software verkauft und eine neue Firma gegründet. Und das war in Schweden in 2006. Und diese neue Firma, er ist ein Besitzer, ein von einigen Besitzer, ist in Schweden immer noch. Und ich habe eine Frage. Ich frage mich, ob jemand hier die Firma sagen kann, welche Firma es ist. Es hat etwas mit Internet zu tun, etwas mit Datenübertragung zu tun und basiert in Schweden. Also, Pirate Bay? Bitte? Pirate Bay? Nein, Pirate Bay? Nein, Pirate Bay? Nein. Und die richtige Antwort bekommt man 100 Euro. Okay. Was? Ja. Oh. Ja. Das ist
ja, okay. Intrepid. Intrepid. Nein, nicht Intrepid. Weiter. Vier Grüße aus Intrepid. Das ist ja diese Firma jetzt. No? Es hat etwas mit Musik zu tun. Nein. Spotify. Wer? Spotify. 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 Jemand Spotify? Ja, das ist